Moin. Einen wunderschönen guten Abend. Na, das Liebe und Gute an den Biggie zum Geburtstag. Servus. Schön, dass Sie es geschafft haben, zu so später Stunde, früher Stunde, wie auch immer, noch dabei zu sein bei der Bastelnacht. Ich bin der Cracky. Und schön, dass ihr da seid. Einen wunderschönen guten Morgen, muss man ja fast schon sagen. Auch nach Thailand zum Bastelnerd. Servus. Wie geht es euch? Alles gut? Kamera heute ein bisschen anders, weil ich ein Monstergehäuse vor mir stehen habe. Daher natürlich Mikrofon mal wieder sehr linkslastig für euch. I have to play Schwengeldengel, Schwengeldengel. Vielleicht so eine kleine Variation erreichen, dass es etwas zentraler wirkt. René ist wieder in Germany. Ja, dann willkommen zurück, Chef. Alpha Hero, mein Gott, schon 4 Jahre. Unfassbar, dann mal danke, vielen Dank auf die nächsten 4. Hoffentlich alles gut gelaufen bei dir. Nichts Unangenehmes mitgebracht und nichts unvollständig und so. Alles noch dran. Schön, dass du da bist. Schwök, Servus und vielen Dank auch dir. 48 Monate sind 4 Jahre. Das kriege ich irgendwie nie so ganz in den Kopf rein, dass 48 Monate 4 Jahre sind. Und ich kriege diesen Mikrofonständer nicht weiter nach hinten gefahren. Profigerät, würde ich mal sagen. Alles dran, nichts eingefangen, also dann habe ich wieder mitgebracht. Sehr gut. Weltklasse. Sehr, sehr schön. Ja, sorry für die etwas längere Wartezeit heute. So also generell, später Streamstart und auch jetzt hier, seitdem der Stream läuft, aber ich musste hier noch ein bisschen räumen, vorbereiten, hin und her tun und so. Und das ist, ja. Vorher familiäre Pflichten erfüllt. Meinung zu 79XDX. Nee, habe ich nicht, nein. Ich habe es ja auch noch nicht erwähnt. Also ich habe ja noch kein funktionierendes Modell bei mir gehabt. Und ja, ich tue mir allgemein schwer, mit Grafikkarten in den Preisregionen irgendwelche Empfehlungen auszusprechen. Aber ich glaube, wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt, ist man... Keine Ahnung. Irgendwie ist sowas wie eine 4080 immer attraktiver als die High-End-Sachen von AMD, aber... Ja, attraktiv ist gut in dem Preissegment. Keine Ahnung. Sicherlich nicht verkehrt. Ist bestimmt gute Custom-Modelle, aber ich mach mir keine Meinung anhand von dritten Sachen. Das ist so eine Sache. Wann 79X3D? Später auf jeden Fall 79X3D. Sollte so sein. Dank megamäßigen Community-Support. Müsste da einer im Flur liegen. Der hat sich nur extra Zeit gelassen. Der ist quasi hierhin gelaufen. Aber das ist nicht schlimm, weil ich war auch schwer beschäftigt die letzten Tage. 4080 soll doch keiner kaufen. Gut, dann wisst ihr, kauft doch einfach alle ARCs. Seid ihr eigentlich dumm oder was? Einfach alle ARCs 770 Limited Edition kaufen. Mal schauen, wie limitiert die sind. Macht es. Tut es. Versucht dann nur nicht Half-Life RTX zu spielen. Raytracing, Half-Life Raytracing-Modifikation. Man darf ja nicht RTX sagen. Puff, Gehirnwäsche geglückt. Weil das startet noch nicht. Aber, naja. Das sind noch laut, ne? Genau. Hey, 361 MyTag und 404 Gaming. The Hype Train starts. Jup, jup. Vielen Dank. Hab ich doch, hab ne Arc. Ja, auf einer kannst du nicht stehen, oder? Ah. Intel noch nachlegt dieses Jahr mit GPUs. Oh, ich glaube nicht. Ich glaube, die kriegen das so schnell. Weiß nicht. Wird schwierig. Vielleicht im Herbst einen Refresh oder so. Vielleicht im Herbst so einen kleinen fehlerbereinigten Chip. So eine 790 oder so. Vielen Dank für den Support. Vielleicht kommt ja eine ARC 790. Heißt der Geier. Eine Tasse Kaffee Milch mit für dich. Ja, vielen Dank, der Graf. Dann wollen wir das doch mal machen. Aktuell beste GPU fürs Gaming. Ja. Die funktioniert. Die man gekühlt kriegt. Ja. Die Frage war lange nicht so leicht zu beantworten, so schwer zu beantworten, weil Handhabe und so. Und ist das dann kompatibel?
Ne? Was man so sieht mit den neuen X3Ds, dass gerade halt beim 12 und 16 Kerner, dass halt da man als Benutzer sehr viele Fehler machen kann und dann hat man überhaupt, dann hat man nicht die Performance, die man haben könnte. Und dementsprechend ist irgendwie, sind die 7000er 3Ds irgendwie so ein bisschen die Ark der CPUs. Ah, um diese Uhrzeit, ich könnte nicht pennen. Ja gut, ich habe eine Sendung vor mir, ich muss die leider bis zum Ende gucken. Danke Kmillo für den Support. Und Dynamike, halt stopp, jetzt rede ich. Vielen lieben Dank. Danke, Mann. Da muss man kurz innehalten, muss man kurz sacken lassen. Währenddessen habe ich den SK Looney-Kommentar gelesen, dass die 77er leider langsamer ist als die RX68. Und Spiele, die RX68 ans Limit bringen. Und dann wartest du lieber auf eine 800-Euro-Karte. Das ist ja völlig relevant. Ich denke mal, so für 800 Euro eine 79 XTX, da würde ich nicht nein sagen. Für das, was sie auf dem Bildschirm zaubert. Aber wie gesagt, die Karte, die ich hier habe, die lief halt nicht, die hat halt den Fehler und so eine richtige noch nicht im Einsatz und ich spiele halt nichts Modernes. Das ist mein Leid. Also ich bin nicht so der Grafikkartentest-Benchmark. Weil ich finde auch immer, man kann auch immer alles einstellen und es sieht trotzdem noch gut aus. Hauptsache, wir haben ein bisschen genug Bildspeicher am Start, ja. So bei der RTX 4070 Ti sind mir persönlich die 12 GB halt irgendwo im Dorn im Auge, bei dem Preispunkt. Aber das ist halt bei Nvidia schon immer so gewesen. Hast du schon Intel Arc Raker getestet? Ja, alle. A380, A57, A77 haben wir alle hier gehabt. Hansen. Und da hinten liegt die 380er, die 57er rendert gerade den Stream und die 77er steckt in meinem Hauptsystem. Das hat sich fast gereimt gefühlt. Aber du zockst doch CSGO. Ja, und das läuft auf der Arc in 4K wunderbar. Also insofern, ist alles cool. Half-Life 2 habe ich vor kurzem auch gespielt. Wahnsinn. Ja. Aber ja, ich habe mein ehemaliges Interludium-Hauptsystem hier neben mir stehen mit dem verfluchten X670E Taichi. Weil es halt ein Taichi, das muss ja verflucht sein, das kennen wir ja alle. Weil ich ja dann meine... Alle. Wie viele Grafikkarten? Alle. Ah. Von Rügenwalder. Ja. Und so weiter. Könnte passieren. Doomed Mainboard. Nee, ich habe ja das Talent, dass ich die Bugs anziehe, dass ich die Bugs finde. Ich hab diese 5 Gigabit Erweiterungskarte auf PCI Express General, also ein PCI Express Einfachsteckplatz, 5 Gigabit LAN-Chip, QNAP-Karte, die auf diesem Board in dem unteren Slot nicht läuft. Erwiesenermaßen nicht, auch bei JZ Elektronik nicht. Nur ASRock in Taiwan findet so eine Karte nicht, die bei denen nicht läuft, also können sie das Problem nicht nachstellen. Also, ins Klo gefasst. Einfach ins Klo gefasst. Einfach Game Over. Pesa, vielen lieben Dank. Backmagnet, sehr definitiv. Wie viele Kerne wollen Sie auslasten? Einen, permanent, dauerhaft, wegen der Sicherheit, weil Sie es können. Die einen sagen natürlich, das liegt dann wieder an ASRock, ne? Bananenboards und so, und ASRock ist ja auch scheiße und bla 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 bla. Das Übliche halt. Pesa, vielen lieben Dank. Krumme Jahre, glatte Monate. World Class, Phantom FZ. Dankeschön. Und Steve Bitt, vielen Dank. Nicht mal einen Taiwan-Urlaub machen. Die sollen nicht mal gerade einfliegen. Ja, auf jeden Fall. Läuft heute wieder. Vielen lieben Dank. Danke euch für den Support. Danke euren Führen. Für euren. Ölen. Den fand ich gut mit Rügenwalder und den Grafikkarten. Fand ich sehr, sehr schön. Ja, das ehemalige Grafikkarten-Test. Nein, Haupt. Der Hauptcomputer, der hat jetzt keine SSDs mehr, aber ich habe noch eine SSD da liegen oder eine NVMe, wo noch ein bisschen was drauf ist, weil ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie kriegen wir denn überhaupt irgendwas getestet?
Und dann bräuchten wir natürlich irgendwie was Reproduzierbares und dementsprechend müssen wir ein wenig improvisieren, weil sonst kriegen wir heute gar nichts auf die Kette. Und komplett neue Kiste bauen, fühle ich mich gerade nicht so in der Lage dazu. Aber Bomben führen zu eigener Form. Wenn ihr etwas von rotes Licht, grünes Licht. Kenne ich nicht den Scheiß. Squid Games heißt das, aber kenne ich trotzdem nicht. Hat auch damit zu tun, oder? Ich habe ja ein Problem mit der ARC A770. Wenn ich das Power Limit aufdrehe, dann bleibt die Lüfterdrehzahl auf 1300 stehen und so läuft dann ins Templimit. Eine Idee, was das sein kann. Habe ich noch nicht mit rumexperimentiert. Hast du die Limited Edition Pommes Mayo, Mensch? Hier 512 8-Bits habe ich auch noch. Race Racing ist auf den Intel-Karten dafür, dass es die erste Auskopplung ist, ziemlich stark tatsächlich. Man sagt ziemlich stark. Wenn es komplett genutzt wird, so à la Quake 2 RTX, ist es okay. Wenn es so teilweise genutzt wird, wie das der Großteil der Spiele machen, dann ist es ziemlich stark tatsächlich. Ja. Kennst du dich im BIOS vom Asus ROG Strix B550A Gaming aus? Nein. DOCP aktivieren. Eventuell Lüfterkurve konfigurieren, wenn man es rafft. Und dann ist doch normalerweise gut. Also, ich glaube, du hast ein 39X oder was war das? Vielen lieben Dank, ey, für den Mega-Support, Freunde. Genau. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute. 59X, ja. Also, außer das Einzige, was man halt machen kann, ist natürlich Curve-Optimizen. Wenn man da Bock drauf hat, dann optimiert man sich einen Wolf. Aber normalerweise läuft die CPU out of the box ziemlich gut und ja. Asus versteckt halt XMP-Profile immer unter DOCP. Das ist ein bisschen gaga, da muss man halt wissen. We need to know it. I'm sexy and I know it. Cooles T-Shirt, danke God Horizon. Hast du das gefunden, ja. Aber sonst, da muss man keinen Hackmeck machen. Es gibt die ERP-Funktion, das ist dann die Sache, dass das RGB-Bling-Bling auch ausgeht, wenn der Rechner abgeschaltet wird. Dass man ERP aktiviert. So. Und der Rest ist halt Optimierungswahnsinn, den man machen kann, wenn man da Bock drauf hat. Aber wo ich jetzt nicht sagen würde, das ist jetzt lebensnotwendig. Taugt die ARC ein bisschen für WQAD? Ja, durchaus. Die sind im WQAD sogar vergleichsweise stark. In Full HD fallen sie ein bisschen ab, was die Leistung angeht. Also die haben ein ordentliches Grundleistungsniveau. Und von Full HD auf WQAD fällt da nur ganz wenig von weg von der Leistung her. Da holen die dann auf jeden Fall im Verhältnis immer wieder auf. Ich kann euch da nur empfehlen, schaut euch die Benchmarks an. PC Games Hardware hat jetzt vor ein paar Tagen wieder ein Update gemacht. Jetzt sind es irgendwie 80, naja, nochmal Spiele getestet. Nochmal einen kompletten Rundumschlag durch aktuelle Games, wo die ARC halt abgebildet wird, wie leistungsstark die ist, was die dann auf dem Kasten hat und so. Und es ist quasi nochmal eine riesen Werbetrommel. Ich glaube, dem Raphael Fötter von der PC Games Hardware liegt es auch einfach am Herzen, dass er dieses Thema immer wieder aufgreift, damit die Leute halt raffen, dass das Produkte sind, die man sich holen kann, die ihre Krankheiten haben. Ja, aber Intel liegt nicht auf der faulen Haut und sie machen was. Und gerade die 750er für 260, 270 Euro ist eigentlich für Otto Normal, Sparfuchs, ein tolles Brot. Ziemlich cool. Aber, ja. Das ist die Sache. Arno FPS fragt nach Upgrade auf 58X 3D 4090. Habe ich einen 59X 3080 über? Baue ich einen zweiten PC oder Teile verkaufen? Ja. Muss halt Glück haben, dass du jemanden findest, der dir auch noch Geld dafür geben will, weil die wollen ja alle alles geschenkt haben immer. Muss man dann gehen, ne? Preis-Leistung halt gegeben. Ja, das wird mit der neuen ARC-Generation nicht sein. Wenn die besser abliefert im Auslieferungszustand, na, wenn die konkurrenzfähiger ist, wenn da weniger Fehler drin sind, dann wird die auch mehr kosten. Sie wird vielleicht immer noch relativ attraktiv platziert sein, aber Intel ist ja nicht doof. Die werden das genauso machen wie AMD und sich dann an den beiden anderen größeren orientieren und dann vielleicht es minimal attraktiv gestalten und dann ab dafür dann erstmal schauen, was passiert. Nach mir die Sinnflut.
Hab eine 3060 Ti. Lohnt sich eine neue? Das kann ich dir leider nicht beantworten. Zwei Bier, einen kurzen. Die Frage musst du dir beantworten. Also ich finde, die 3060 Ti ist von ihrer Leistungsfähigkeit her eine schöne, ausgewogene Karte. Relativ sparsam auch. Lässt sich auch ganz cool optimieren. Um ein richtiges Upgrade zu haben, muss man halt schon viel Kohle in die Hand nehmen. Ja, eine ARC ist keine Option von 3060 Ti. Das ist ein Downgrade. Aber ja, noch eine weiße ARC 77. Ja, noch so ein paar Custom Designs wäre natürlich schon ganz schön, wenn sie noch ein paar Platinenhersteller an Land ziehen können. Was letzte Preis? Ja, also ich habe auch da immer wieder mal so ein bisschen was probiert. Und es scheitert jedes Mal an 15 Euro oder so. Und dann denke ich mir, gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Mehr als das ist ein attraktiver Preis, das kann ich auch nicht machen. Wenn es dann nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Dann will derjenige das auch nicht haben. Weil verschenken ist Quatsch. Verschenken ist Bullshit. Ausgewogene Karten haben eine Wasserwaage eingebaut. Schier 100 Moin Moin. 2080 Ti, ja, ehemaliges Mega-Flaggschiff und Morph the Saw, moin moin, vielen lieben Dank, voll im Gesicht hier, voll im Balken im Face. Die Leistungsaufnahme zu reduzieren, ja, die Leistungsaufnahme unter Last ist natürlich ein bisschen höher, ist klar, auch im Idle ist sie auf einem Nicht-Intel-System nicht schön. Ja, ist ein Argument, selbstredend. Ich denke, die ARC wäre für Streaming-Videos nicht schlecht. Sie ist als reine Streaming-Karte ziemlich geil sogar. Benutze ich ja auch. Also der Workflow funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ab und zu hadert es halt. Aber das sind so kurze Momente, wo ich nicht verstehe, woher das kommt. Aber das kann auch der verfluchte RAM sein, den ich verbaut habe in dem System. Ja. Aber ansonsten läuft es alles. Die lokalen Aufzeichnungen sind alle tutti kompletti. Das Umrendern läuft super. Die Videos sind sofort verarbeitet von YouTube. Ich habe nicht mehr das Problem, dass Aufzeichnungen nicht verarbeitet werden und man dann eine halbe Woche auf die Aufzeichnung warten muss. Und ja. Es ist, wie es ist. Oder kleine Kinderkrankheit, was am Anfang normal wäre. Ja, man weiß es nicht. Es geht so ein bisschen hoch und runter. Mein Black Screens am Streaming-Rechner hatten wir gestern Abend zum Beispiel, hatte ich ja auch schon mal gehabt vorher, also ganz vorher, auch mit der Nvidia, dass der Bildschirm mal schwarz geworden ist. Jetzt habe ich vorhin das Ding angemacht und dann hat er mir die Tastatur nicht erkannt. Da musste ich die außen wieder einstecken. Ist halt auch nur ein Asus-Board. Kann man auch nicht kein Wunder erwarten. Die kochen leider alle mit Wasser. Was halten wir von der Vega 7? Du meinst von der Radeon 7? Die Radeon 7 ist eine tolle Fallstudie. Hat Spaß gemacht mit der Radeon 7 damals. Das cleane Design ist sehr schön, das finde ich auch. Also die sind designmäßig sind die ganz vorne. Ob da noch viel geht, leistungsmäßig in der Zukunft wird man mal sehen müssen. Die Leistung ist in Ordnung. Der Preis ist halt der ausschlaggebende Punkt irgendwo. Macht deine ARC mit deiner Intel-CPU eigentlich mehr Sinn, leistungsmäßig, oder funktioniert das auch mit AMD Rebar genauso gut? Das von der reinen Leistung her funktioniert das mit AMD Rebar genauso gut. Auf ARM5 wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber auf ARM4 habe ich da keinen Trubel gesehen bisweilen. Das funktioniert. Das Einzige, was halt ist, dass man den Leerlaufverbrauch eventuell nicht so gut in den Griff bekommt auf einem AMD-System, weil die BIOS-Optionen fehlen. Die da gerne aktiviert werden würden. ASPM und so. Die neueren Radio Vega 7. Die heißt aber doch nur Radeon 7. Die heißt nicht Vega 7. Ist Vega Architektur. Aber die Grafikkarte heißt Radeon 7. Was mit ARM5 und ARC? Das hatte ich hier. Das war kacke. Was heißt, es war kacke? Es ging mir, also ich kann es nicht so ganz in Worte fassen, es lief nicht schön, ich weiß nicht warum. Das kann mehrere Faktoren haben, aber das lief nicht schön. Also das, keine Ahnung, nee, weiß ich nicht. Keine so guten Erfahrungen gemacht bisweilen. Aber ich sag ja, verfluchtes Tai Chi und so. Technikwindow. Ich habe ein
Strix X570E Gaming. Damit habe ich viele Probleme gehabt. Seit ich jetzt das Crosshair Formula habe, läuft alles top. Ja. Mal so, gell? Jace2Sense hat doch jetzt auch an seinem... Jace2Sense, ich finde das so lustig. Ich weiß nicht, wer den kennt. Ist ja für mich der Mattis aus Amerika, der auch Hardware-Videos macht, die so ein bisschen lustiger gestaltet sind, was ich sehr sympathisch finde. Also Jace2Sense ist, finde ich, mega geil. Aber er hat jetzt genau das gleiche Schicksal gehabt wie ich. Der hat jetzt sein AM5-System nach Hause genommen und was hat's gemacht? Einen Tag später hat nicht mehr gebootet. Und ich denke mir nur so, guck mal, da ist mein Schatten. Da ist mein Schatten, der mir nachfolgt. Mal schauen, wie lange es dauert, bis er auch auf ein Intel-System umschwenkt, weil er die Schnauze voll hat. Ah, herrlich. Ich fand das großartig, echt. Bei ihm war dann irgendwie RAM-Trouble, war dann das Board im Sack, anderes Board rein, mit dem lief es dann wieder. Mal schauen, wie lang. Und das war ein Asus-Board. Aber ich sag ja, die kochen alle mit Wasser. Alle. Wie heiß darf eigentlich der GDDR6 werden? Das müsste man Igor fragen. Ich glaube, Junction ist natürlich der heißeste Punkt. Da sind die 94 ganz okay. Nicht optimal, aber ja. Ja, 105, seht ihr? Da. Der Chat weiß es. Die neuen 3D ist ja besser, kühler laufen. Also, ich habe überhaupt kein Problem mit Temperaturen auf AM5. Ich war der Erste, der kein Problem damit hatte, ohne zu sagen, da muss aber der Kopf ab, da muss ich aber alles abschleifen. Weil du möchtest keinen Prozessor haben, der so leistungshungrig ist. Nur damit er minimal schneller ist, wenn alle Kerne belastet werden. Den möchte doch kein normaler Mensch haben. Ja? AMD schuld, dass sie die X-Modelle rausgebracht haben und danach die Nicht-X, die halt von Haus aus schön laufen. Und dass dann der 3D schön läuft? Ja, Glückwunsch. Hättet ihr es mit den X auch mal gemacht, dann wäre ein Argument im Test weggefallen. Dann wäre die nämlich richtig geil gewesen. Aber selbst schuld. Mit der Anzeige von Resize Bar auf AM5 war ein Treiberproblem bei Intel. Im letzten Beta-Treiber war also ein Auslesefehler. Ja, ich hab den Bug ja auch gelesen im Treiber Changelog oder im Treiber bekannten Fehlerproblemlog. Das ist mir schon klar, Billy, aber trotzdem lief es ja wie ein Sack Nüsse. Also es hat nicht mehr mein Premiere beschleunigt, was es auf AM4 gemacht hat. Das hat da nicht funktioniert. Das ist auch ein bekannter Bug. Natürlich habe ich mit dem dann genau in die Kerbe geschlagen. Das hat mein Premiere nicht beschleunigt, es lief wie ein Sack Nüsse, ich konnte damit nicht arbeiten. Und dann hatte ich irgendwann die Faxen dicke und habe gesagt, okay, Tabula Rasa. Jetzt bin ich auf Intel. Wenn ich das Ding anmache, läuft's. Soweit. Es sei denn, man dreht Videos ab und stellt das Ding dann um und macht's dann wieder an und versucht mal was zu optimieren und zerschießt sich wieder alles, aber pscht, mein Problem. Mensch, was ist das hier für ein Kack? Was ist das hier für ein Kackbalken mit News, der von links reingefahren kommt bei Windows? Meine Güte, ey, ist das nervig. Wir hatten ja letztens über AM5 gesprochen, weil wir im letzten Stream. Ich habe bis jetzt nichts Gutes über AM5 gelesen, aber man darf nicht vergessen, dass es eine neue Plattform ist. Bin zum Entschluss gekommen, vom 39X auf 5950X aufzurüsten. Bist du eher so der Multitasker-Anwender? Oder bist du ein Zocker? Weil dann verstehe ich das nicht. Wie viel RAM-Auslastung? Ein Premiere hat schon gut reingeballert. Das waren auf jeden Fall jenseits der 20 GB. Und sowas wie Lightroom macht ganz schnell die 32 GB voll. Weil Technik eigentlich ist der X3D die coolere CPU, wenn es ums Zocken geht. Oder auch meistens, wenn man vom gleichen System streamt. Solange man eine Nvidia nutzt, dann kriegt man das schon sehr gut gehandelt, auch mit dem X3D. Nur weil der weniger Cinebench-Punkte wirft, heißt das ja nichts. Sack Nüsse Hunger. Ja, ich habe vorhin einen Sack Mandeln geholt und einen Sack Walnusskerne. Danke, Bronx! Ja, schön, dass ihr da seid. Lass uns mal ein bisschen was anfangen. Lass uns mal ein bisschen hier vorbereiten.
Zocker bin ich keiner, aber ein Auslaster. Ja, dann ist das cool. Ja, sicher, den 5950X. Du hast die ganze Plattform schon. Also die Vorteile halten sich jetzt noch in Grenzen. Walnüsse sehr gesund. Ja. Hier ist mein Ex. Hi, hey Ex, was geht ab? Dem verpassen wir jetzt erstmal ein lautes Netzteil, weil es hier rumliegt. Und es genug Leistung hat dann noch für die Grafikkarte. Pekannüsse sind auch sehr geil. Ja, die sind natürlich riesig, gell. Also, ich meine, Pistazien sind der Hit, ja. Bin auch letztens Upgrade ARM4-System 500X auf 500X3D gegangen. Ja. Viele sagen, ja, lohnt nicht. Ja, ich sage, man müsste das mal richtig machen, dann lohnt sich das schon. Also man muss natürlich die Spiele spielen, ja. Nüsse sind gesund. So. Machen wir den mal auf. Oldfart. Immer weiter. Thanks, man. Ich habe im November eine 4090 Tuff in Kombi mit dem 13.9 geholt. Absolut krank Style. Definitiv. Muss man genießen, solange man den längsten Balken hat. Es geht alles irgendwann zu Ende. Hast du Neuigkeiten zu Windows 12? Ja, natürlich. Ich habe vorher noch mit Microsoft telefoniert, als ich bei meiner Tochter lag. Und der Chef selbst hat mir gesagt, die 12. Voll auf die 12. Ich habe nur Kontakt mit ominösen chinesischen Firmen, die einem irgendwas schicken wollen. Und irgendwelche Key-Händlern, die sagen, hey, mach doch mal mit uns zusammen mal was. Wir verkaufen Keys. Mach doch mal. Nein. Ich mache keine Reklame für euren Keyshop. Wieso denn nicht? Nein. Ja, oder spiel doch mal hier das. Und wenn Leute das runterladen, für jedes runterladen, kriegst du Geld. Ja. Nee. Ich setze mich nicht. Meine Zeit ist mir viel zu wertvoll, als dass ich mich da hinsetze und 2 Stunden lang mit irgendwelchen Werbedingern und dann die Leute noch dazu bewegen soll, dass sie ihr Handy zücken sollen und irgendwas runterladen sollen. Hör doch auf, ey! Ach. Wenn man davon leben müsste, ja, dann müsste man das mittlerweile machen. Red Shadow Legends. Ja, unter anderem, ja. Irgendein Star Trek-Ding jetzt, irgendein Sternenflottenkommando-Dingsbums. Und also Dinger. Siehst du, jetzt mal schon Werbung indirekt und lass mich nicht mal bezahlen. Das ist Wahnsinn. Aber wenn man, weil es, ja, es ist halt wie es ist. Ich sag jetzt nichts weiter dazu. So, machen wir die Rückseite auch noch auf. Lieber Kies als Kies, ja. Achso, guck mal, die Webcam ist ja vorschoben. Irgendwer hat die da hingeschoben, als er Metroid gespielt hat. Ich hätte gern einen anderen Abstand da oben in der Ecke. Vielleicht so, ja? Warum affinieren sie sich? Ja, ist halt billige, ist ja trotzdem billige Werbung für die. Also, ist ja so. So. Ich werde auch heute nicht ganz so alt. Ich merke das schon. Schwitze schon. Mann, warum ist das so staubig hier drin? Die Lappen sind alle natürlich wieder da hinten. Brauche mehr Power. More Power. Ach, sind hier noch Festplatten drin? Weiß ich gar nicht. Ja, Festplatten-Schächte sind drin. Wo habe ich denn die Festplatten hingetan? Ach, die liegen da. Ja, die brauchen wir ja nicht. Dann stecken wir die Schächte wieder an Ort und Stelle. Machen wir so. Schichten Sie mal. Und da, der Mann mit dem Kies ist da. So. Genau. Jetzt haben wir schön aufgebaut, das System. Aber, ja. Servus Gallus. Ich sehe dich. So. Jetzt tun wir hier hin. Erinnere dich.
das sind Screws. Wenn die Polizei im Tatort dem Verbrecher nachrennt, dann schwitzt du schon. Das ist auch gut. Gefällt mir auch. Gefällt mir. Liegende Festplatten, ja. Riesige Festplatten. Riesige liegende Festplatten. Kaltes, klares Wasser. Rechner zustauben vom Rumstehen ist schon traurig, aber passiert, ja. Passiert. So, müssen wir gucken. Die ganzen Kabel kommen dann hier hinten hoch und dann geht das da hinten. Dann geht das da rüber. Na gut. Light Staying Drives. Dann gucken wir mal. Wir werden dieses Netzteil mit dem Lüfter nach oben verbauen, damit der laute Lüfter weniger wahrnehmbar ist. Wobei, der pustet eh hinten raus, ne? Wo habe ich denn das Netzteil jetzt hingetan? Ach, da ist es. Hallo, hier unten. Oh Mann, der Lüfter hat ja voll den Abstand zur Rückseite. Das Netzteil ist voll inkompatibel mit dem Gehäuse. Scheiße. Oh Mama, ey, das kriegt ja nur halb Luft. Netzteil inkompatibel mit Gehäuse. Danke, Holly, was geht? Ja, dreidimensionale Chips oder so. Aber gut, für einen Tesla-Lauf, es wird wohl funktionieren. Wir verbauen es einfach nach oben und dann ist es so. Kriegt er so halb Luft. Ich nützt nicht. So. Stell den Campingwagen nicht dahin. Das geht noch. Oder du hast einen Tunnel drin. Ist ein Testaufbau besser, so ein Testaufbau im Rechner ist halt cooler als so ein fliegender Aufbau, weil ist halt schneller vom Tisch geräumt. So, dann haben wir hier grobe Festplatten, grobe. Ich hätte gerne was von der. Genau. So. Haben wir passende? Ist mir Latte. Silver Screws. Es ist so schön. Zack. Vier Stück gefunden. Ja. Ja, wir nutzen die Verzögerung und prüfen den Luftdruck des Balls. Ja, alles klar. Zweiter Versuch. Bruno Koslowski. Anpfiff. Jawohl, meine Damen und Herren. Der Ball ist freigegeben. Wo ist mein Schraubendreher? Bruno Koslowski, ey. Geht's ab. Wer hat denn hier wieder gewütet? Oh, was da nicht eine Schraube runterfällt, ja. Das wird eh laut sein. Man wird eh das Netzteil hören die ganze Zeit. Das ist ja der Grund, warum es auch aus meinem System geflogen ist. Damals geholt für Multi-GPU-Sachen, zweimal R9290, Tri-XOC von Sapphire im Crossfire-Betrieb. Wahnsinnige FPS in Tomb Raider, aber auch nur in Tomb Raider. Hansen, soll ich so tun? Prost, Cheer 100. Soll ich so tun? Prost! Vielen Dank, Holly, für die Bits. Ist unglaublich, eiskalt verwandelt. Klaus Lörer kann es nicht fassen. Wahnsinns Spiel von Süder Braurup. Der Fall wird immer größer und größer, bis er explodiert. So. Welche Hardware kommt da jetzt rein? Das steckt jetzt das X670E Tai Chi drin, Gesundheit, und der 7900X. Und den nehmen wir dann jetzt erstmal als. Den nehmen wir dann jetzt erstmal als Basis und dann können wir vergleichen und dann schauen wir mal,
was da geht mit einem 3D-Chipchen oder so. Hey, Cranky, mal eine Retro-Hardware-Frage. Was wäre ein Angebot für einen GeForce 256? 3D Blaster in Annihilator Pro. Wie ein Angebot. Ist das schon eine DDR-RAM GeForce oder ist das eine SD-RAM GeForce? Das weiß ich nämlich nicht. That's a thing I don't know. Ich sehe nichts. Aber keine Ahnung, mit GeForce. Da kannst du auch eine GeForce 2MX nehmen. Das ist ja dann. Da kauft man die GeForce, weil man die GeForce haben will. Weil die GeForce 2MX ist genauso schnell. Die MX 400 wohlgemerkt. Wo war denn die Schraube? Muss eigentlich da sein. Da ist sie auch. 5 Euro, dann ist das Ding gut bezahlt, der Prügel. Keine Ahnung, für Liebhaber, wenn das jetzt nur die nackte Karte ist. Die sind ja alle bekloppt. Aber ich weiß nicht, mehr als 15 Euro würde ich eigentlich nicht geben. Boatstar, danke dir für 18. Mehr als 15 Euro würde ich nicht geben. Das Problem ist halt, die ganzen GeForce-Karten sind alle kaputt gegangen. Die sind halt nicht so häufig. Dementsprechend etwas seltener. Oh, ein Schieber blank, ja. Der geht ja noch. Der ist ja noch gut. Jetzt ist übrigens das Etikett am Telefon abgegangen. Komisch, nachdem ich es ins Wasser geschmissen habe. Merkwürdig. Wer konnte denn damit rechnen? So. Ja, schaut euch mal Preise für Power-VR-Karten an. Für die Matrox M3D. Für meine M3D habe ich 2009... Nee, früher. Das war noch früher. 2000... Wann habe ich die denn gekauft? Das muss irgendwie 2.4 oder so gewesen sein. Für meine M3D habe ich damals irgendwie 5 Euro bezahlt oder sowas. Die Karten sind jetzt dreistellig. Und höher. Die sind total amok. Und das ist Power-VR. Das ist ein Voodoo 1 Konkurrent. Das ist so eine Pizzle-Karte. Die sind alle bekloppt. Frass dir meine Kohlen. Aua. So, das hier ist CPU. Der war mal zusammen. Wieder vereint. Da. Hey, da können wir vielleicht Knet. Knet. Wo bist du, Knet? Komm mal, da Knet. Damit hat er nicht gerechnet, ja. Tatsächlich. Ist das eine Idee? Bleiben die so aneinander? Naja, nicht wirklich, ne? Ist mit Klebeband doch besser. Ja, solche Karten gab es, wenn du sie unbedingt haben willst. Ich meine, damals war das halt alles etwas einfacher, als der Markt noch nicht da war, als es diesen Hype noch nicht gab. Aber heute nutzen die ja alles aus, was da nur geht. Und die Leute stehen halt drauf. Ich mache da ja selber keine Ausnahme. Ich habe jetzt auch 35 Euro für eine Super Nintendo Cartridge bezahlt. Weil ich das halt haben wollte, ja. Aber das machst du dann halt einmal oder so. Und ich sag euch, das hat so Bock gemacht jetzt die letzten Tage mit so physischen Games, mit so Cartridges. Boah, das ist so cool, sowas in der Hand zu halten und dann dieses Gefühl. Das ist so ein Stück Kunststoff, klar, aber da kommen halt Erinnerungen hoch und so. Und es macht halt schon Spaß. Das kann man nicht anders sagen. Das macht richtig Spaß. Echt? Ich dachte, Power4R gibt es auch in dem Namen noch. Halt in Handychips, oder nicht? Diese China-Grafikkarte da. Software zum Anfassen. Ja, genau, Mann. Nicht irgendein Abo, was irgendwann abläuft. Und dann, ja, schön. War schön mit Ihnen. Wir nehmen das dann mal wieder an uns, ja? Danke, tschüss. Das macht schon Bock. Ja, natürlich beides was für sich, aber... Ich verbinde hier den 8-Pin, weil die...
Netzteilhersteller das so selten machen. Und es ist so nervig, wenn du einen Luftkühler in der Ecke hast, dass du dann da nicht keine Handhabe hast. Das ist so doof. PowerFire wurde aufgekauft von einer chinesischen Firma mittels Staatsgeld. Ah, okay. So, schade. Ist halt Spiel rein und funktioniert. Ja. Und sowas willst du dann auch pflegen, ja? Ich habe mir ganz viele Batteriefahnen gebaut. Wo sind sie? Kannst du winken. Naja, so. Habe ich auch getwittert. Das sind Mainboard-Batteriehalter da unten. Muss man nicht scharf stellen, Kamera. Ich halte es nur direkt vor deine Nase. Mainboard-Batteriehalter und dann sind Kabel dran. Und dann passt das ziemlich gut in die meisten Cartridges so rein. Und dann kann man seinen Speicherständen ein langes Leben bescheren, hoffentlich. Ja, Pflaster für 8 Pin, ja. Schwester Tupfer. Ja, so ist es halt. Komm schon, Jung. Come on! So. Gut, die beiden haben wir jetzt. Das ist jetzt Doppel-CPU. Bom, bom. Doppelherz. Mal hier oben durchlegen. Das ist halt schon ganz geil. Also Fractal Design hat das natürlich schon drauf. Kann man nicht anders sagen. Macht schon Bock. Dafür, dass das so ein eher günstigeres Case ist und ist schon meinen Wünschen entsprechend gut gelöst. Cyber Uno. Bist du müde? Oder was? Ich bin auch müde, ich sagte das. Dann nur noch Virtual Dimension Live. Das ist schon Höchststrafe. Und so viele Retro-Vibes da wieder abgefeuert bei den Jungs. So. Wenn du nur einmal 8 Pin dran hast, das ist nicht schlimm, nein. Das ist so. Solange du deine Komponenten ganz normal fährst und nicht irgendwelche extremen Stromfresser hast oder noch Overclocking betreibst bei der CPU, ist es alles völlig stressfrei. Mavo Vision, ja so, ne? Ja so, cool, danke. Man hätte den Stress gar nicht machen müssen, weil ich hier Platz genug habe hier drüber, aber egal. Ich habe wirklich Platz genug hier drüber. Also da kann es ja ganz ein Jumbo drin landen. Also da ist in dem Gehäuse ist ja tatsächlich sehr stressfrei. So, jetzt trinken wir mal ein Wässerchen, ne? Können wir kein Wässerchen mehr hier drüben. Drüben, hier wie drüben. Prost! Passt eine A. Ein A 380 rein, ja, definitiv. Also da kriegt man auch einen netten Radiator rein. Es ist halt maximal irgendwie 280er. Obwohl theoretisch mehr gehen würde, aber das haben die halt nicht vorgesehen. Mal hier vorne zugemacht. Tristano, danke dir für den Prime Sub. Wup, wup. Weltklasse. So. Strom hier. Main Power. Raw Power. Here we go. Zack. Weltklasse. So, dann haben wir natürlich die Grafikkarten Stromanschlüsse und dann haben wir noch SATA. Da können wir noch unser Optical Drive anklemmen, weil wir so lustig sind. Grakar. Turn around. So, das SATA-Kabel ist auch noch da unten drin. Dann hängen hier noch zwei Blinde rum.
lassen wir einfach mal da, wo sie sind. Welches Gehäuse ist das? Das ist nicht mehr eine Firma. Ja, genau. Das ist Fractal Design Pop Air XL. Aber das hat irgendwie noch einen anderen Namen. Hat irgendwie noch einen extra Passus noch dabei. Ist auf jeden Fall aus der Pop Air Serie. Ein Pop Air The Sailor Man. Oder so ähnlich. Hans und Handbrems. Mein Gott, guten Abend. Eure Nix, die bringen einem teilweise echt zum Schmunzeln. Da machst du nix, du. Es gibt das RXL dann irgendwie als Silent-Version. Das hat dann kein Seitenfenster. Hier habe ich jetzt die mit Seitenfenster. Obwohl die auch nicht wirklich auf laut ist und so. Oh ja. Wie sind die SSDs von ADATA, Gamix, Blade und Samsung 99 Pro? Samsung ist natürlich der Mercedes. Samsung ist natürlich der Mercedes. Von den ADATAs habe ich bisweilen auch nichts Schlechtes gehört. Habe ich selber noch nicht verbaut. Support und so. Geil. Danke. Evil Lord Dark, thanks, man. Dankeschön. Etwas spät eingeschaltet. Ich habe auch etwas spät angefangen. Ich verzeihe mich. So. Grafikkarte. Ja, mir Latte. Ich schieb die einfach hier durch und dann ist das so. Das muss nicht schön sein. Will sehen, wie du in eine ETX-Gehäuse eine Push-Pull mit dem 38er Rally reinbekommst. Was? Wie wer? Ich? Das reißt ab, ja. Röhre ich. Ich würde das lassen. Nee, nicht du. Okay, gut. Okay. Okay. Ja gut, die haben jetzt einmal einen Bock geschossen, aber NVMEs oder SSDs generell sind immer Firmware is King da, ne? Das ist immer so eine Sache. Das ist, denke ich, das, was am seltensten geupdatet wird von Leuten da draußen, sind die SSD-Firmwares. So, so wichtig in der Vergangenheit. So. Ja, aber schon ITX-System mit Wasserkühlung gebaut. Gut, kein Push-Pull, aber waren da zwei Radiatoren drin? Ja, waren zwei Radiatoren drin. Wie war das hier? Schiene oder was? Schiene und Schieben? Ich bin aber etwas verwirrt bei dem Case. Mit der Software, mit der Toolbox, die der Hersteller hoffentlich zur Verfügung stellt. Macht natürlich nicht jeder Hersteller. Hersteller, die das definitiv machen, sind Kingston, Crucial, Samsung. Wo blockiert's denn hier? Was ist dein Problem? Hier unten der Knubbel oder was? Ach so, ne, das Gehäuse selber. Genau, Samsung Magician, ansonsten immer SSD-Toolbox, das passt eigentlich ganz gut. Ja, Western Digital hat sowas auch. Corsair auch. Corsair Software ist dahingehend eine Katastrophe. Muss immer auf Vollbild machen. Sonst siehst du den Firmware-Upgrade-Knopf nicht. Beziehungsweise, nee, du musst runterscrollen in dem Fenster. Bei der Software. Das ist eine Katastrophe. So, wir können das System ja erstmal... Könnten wir... Nee, wir müssen ja eh eine NVMe einbauen. Egal. Hoffentlich ist der Tisch sauber genug. Oh, die Kamera habe ich nicht angemacht. Scarabeus 77, danke dir für 8. Mega nice. Und einfach Björn, danke dir für 4. Dankeschön. So, wir haben hier noch eine NVMe und wir stecken auch etwas anderen RAM rein, glaube ich. Wir haben jetzt einen RAM mit Expo-Profil hier. Die Bootzeit wird bestimmt unglaublich viel. Das wird bestimmt Unterschied wie Tag und Nacht. Aktuellste BIOS habe ich ja noch nicht eingespielt gehabt. Das war auch so ein BIOS vor und zurück mit dem Taichi.
Da gab es BIOS-Versionen, die sind dann wieder, dann wurden sie wieder zurückgezogen. Dann gab es wieder neue und dann sind die wieder verschwunden. Und dann hat er gesagt, komm, ey, jetzt wartest du, bis was Offizielles kommt, Endgültiges vielleicht. Und dann kam nix. Und dann kam der Frust und dann kam die Intel-Bombe. Aua! Tu mir nicht weh, Typ. Ja. Stehe auch immer auf dem Kriegsfuß mit iFixit und den Bits für normale Philips. Da nehme ich immer den falschen, instinktiv. Lamento, sicher kannst du das betreiben. Die Antwort ist immer die gleiche. Kommt drauf an, ne, was du machst. Und wie deine Ansprüche sind. So, nehmen wir mal hier vom temporären Aufbau Gaming. Ja, dann warum nicht tun? Warum immer gleich Rundumschlag machen? Es wird auf jeden Fall kein Spiel kommen, was sagt, Entschuldigung, dein Prozessor ist zu schwach für die Grafikkarte, die du verbaut hast. Ich laufe jetzt nicht. Soll die Cam kopfüber sein? So war die doch schon immer. Ach, die da? Nee, die nicht. Ja, haben sie recht. Die da nicht, die andere ja. So. Vielen Dank für den Hinweis. Und das Schöne ist ja, man könnte ja immer noch auf den 5W X3D gehen, ja. Crack in Australien, ja. Hier dreht sich der Joghurt in die andere Richtung. Oder die Kulturen da drin. So. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Recyceln Sie mal. Gut. Whoop, whoop. Who was that? Kaiser. Danke, Kaiser. Von Kaiser. Ich finde die Kühlplatten sind ein bisschen fummelig, aber wenigstens ist es keine Monotür, wie beim 570er. Und 5X ist da ein Unterschied von der Performance zum 58 X3D. Ja, ja, klar. Ist schon da. Aber kommt halt drauf an. Also spielt man Games, die eher die dem 5X 3D liegen, dann merkst du natürlich einen massiven Unterschied. Spielt man keine Games, die dem 5X 3D liegen, dann merkst du halt keinen Unterschied. So, ich mache Simracing, da merkst du einen massiven Unterschied. Da hat sich bei mir die Frage nicht weiter gestellt, also. Und ich streame mit meinem 58 X3D von einem und demselben System. Simracing. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Wenn die Grafikkarte dick genug ist. Hey, Dump Smith, danke dir für 6. Ohne Beta, ja. Miet ohne Beta. Neuen Chipsatztreiber haben wir. Dann haben wir irgendwie diese komische Xbox Game Bar, die man nutzen soll für den X3D. Furchtbar. Oh, was soll das? Rainer! Ich habe eine 3090 da drin. 390. So.
Trägerschiff ist angekommen. Zip. Nur noch die 4080 hier. Kudos an Setup. Ich glaube, das passt mit meinem USB 3.0 Frontanschluss nicht so gut. Stecken wir mal hier unten ein. Gerade bauen wir uns eine Testplattform, wo wir vielleicht einen neuen Prozessor mal drauf satteln können, um dann endlich hunderte FPS in Outcast zu sehen oder so. Servus Ölschi. Ja, der 39X ist da natürlich ein Bremsklotz. Ich sag's dir, von 39X auf 58 X3D, nimm sowas wie Assetto Corsa Competizione, doppelte FPS, schwupps. Hat der Mattes mit einer RTX 3080 gehabt beim Sprung vom 37X auf 58 X3D. Und der 37X, wenn man ganz ehrlich ist, ist nur unwesentlich langsamer in Spielen als ein 39X. Der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Das ist eine Manly RTX 4080. Gallardo. Manly Gallardo. Manly. Die hier. Und hier ist jetzt der 79X drin. So, anderen RAM wollten wir noch reinballern. Was erwartet? Wo ist der RAM überhaupt? Keine Ahnung. Es ist nur ein Computer. Computer, das ist so eine Kacke mit dem Hahnenkamm hier. Da brauchst du echt, das ist echt am schönsten mit so einem dicken Netzteil, mit so einem neuen. Aber wir lassen uns davon jetzt nicht stören. Es ist ein Testaufbau. Keiner will dieses Gerät effektiv so benutzen. Ja. Also keiner. Keiner hat Kaminholz. Hey, David, wunderbar. Schön gerade Arbeitsfläche. Ja. Hier in der Bude haben sie es relativ ernst genommen mit geraden Wänden und geraden Böden. Das waren wir früher anders gewohnt. Da muss wohl ein 78X3D oder 7950X3D her, weil der CPI ist eigentlich hauptsächlich zum Zocken da. Bei dir? Warum nicht den 5x3D und gut ist? Scheiß doch auf die 10% CPU-Leistung. Okay. 20. Also, Entschuldigung, aber das ist doch gut, wenn man das Geld hat. Aber ich weiß nicht. Ich würde bei ARM5 irgendwie noch eine Generation abwarten. Gerade wenn man jetzt ARM4 hat und das System soweit läuft, dann ist doch einfach nur ein CPU-Upgrade immer am coolsten. Niemand hat vor, dieses Gerät zu benutzen. Richtig. So, RAM. Rambasamba. Wo ist der hin? Wo hab ich da oben liegt er? Der erste RAM mit Expo. AMD hat ja sein eigenes Speicherprofil ins Leben gerufen. Ja, bei Intel ist es ja XMP und Andre Hero, danke dir für 58 nochmal. Und bei AMD nennt sich das Expo. Ja, Expo 2010. Das ist ja auch Kingston Fury. DDR5 6000er. Und das hier war der Kingston Fury Renegade. With the Renegades of Funk! So. Aber es gibt jetzt auch von Be Quiet mit diesem, also bezüglich dem Stromanschluss hier. Mit dem High-Power-Stromanschluss gibt es jetzt von Be Quiet auch die Pure-Power-Serie. Pure-Power 12. Die sind preislich dann wieder relativ interessant. Also ich habe schon oft Pure-Powers verbaut, nie Probleme gehabt. Da kann man damit schon ganz gut arbeiten.
da keine GPU-Haltung dabei? Nö. Oder doch? Ich weiß es gar nicht. Moment, ich lüge gerade. Ich glaube doch, aber verbaue ich nicht. Ist ja nur Testaufbau. Was hat der denn für ein Guckfenster hier? Doch, ich glaube, es ist in einem Karton. Nein, dass Anschlüsse da schmelzen, das ist die Ausnahme. Das sind Anwendungsfehler. Ich quetsch mal das Seitenteil drauf, Hauptsache es geht zu, ja? Dann hast du ein Problem. Was testen wir? Wir schauen uns heute ein 7000er X3D an, aber haben jetzt erstmal ein Nicht-X3D hin, damit ich die Leute bis 4 Uhr in der Früh auf die Folter spanne und dann selber zu müde bin, gescheit noch zu testen. Aber so ist das, wenn man keine Zeit hat zum Vorbereiten. Aber man muss ja irgendwie irgendwas vergleichen können, sonst macht es ja keinen Sinn. Vielleicht haben wir hier auch noch ein paar Restwerte drauf vom 58X3D, das wäre auch ganz interessant. Weil da steckt ja wahrscheinlich der 58X3D steckt den ja wahrscheinlich relativ gut in die Tasche, zumindest in den Spezialgebieten, die ich ja beleuchte, weil das halt die Dinger sind, die auch mich interessieren. Also man wird hier heute kein Cyberpunk sehen oder sowas. Kein Cyberpunk CPU-Benchmark in 720p. Das ist ARM5, ja. Das ist die Seuche. So. Dass da noch so ein Knubbel dran ist, das ist echt doof. So ist besser. Was ich bei ARM5-Boards gut finde, ist, dass es LGA-Pins wie bei Intel gibt. Ja, und das finde ich genau nicht gut, weil LGA ist halt Kacke. Das ist so fragil. So fragil. Furchtbar. Das CPU-Einsetzen ist es Katastrophe. So. Hinstellen. Oh, jetzt ist er wieder relativ schwer. An welchen Stellen macht die Plattform noch Probleme? Ja, Bootzeit ist ein Thema, definitiv. Hatte sich jetzt bei mir in Kombination mit einer ARC nicht mit Ruhm bekleckert, aber das jetzt einfach in ein Wort zu fassen, was da los war, kann ich nicht. Jedenfalls hat es nicht meinen Ansprüchen genügt. Hat nicht so funktioniert, wie ich mir das versprochen habe. GeForce. Ja, jetzt gehen die Boards hops und nicht die CPU, weil Boards kaufen. Ja, Boards zu ersetzen ist doch easy, oder? Der Umbau ist viel unproblematischer bei Mainboards und man kauft ja Boards auch nie von der Ausstattung her, so wie man sie gerne hätte. Man nimmt halt einfach irgendein Board. Ist ja so, als hätte man da. Also bei Boards hast du ja auch keine Auswahl. Moment mal. Also ich finde es, ich persönlich habe schon immer ätzender gefunden, ein kaputtes Mainboard zu haben, anstatt einer kaputten CPU. Schaut euch die alten Intel-Generationen an. Haswell, Ivy Bridge, kaputte Boards. Kaputte Boards, immer wieder kaputte Boards und funktionierende CPUs. Und kann man noch Boards kaufen? Nein, man konnte keine Boards mehr kaufen. Boards gehen für Schweinepreise über die Bucht. Hier Pins krumm, da Pins krumm. Ich hasse LGA wie die Pest. Aber es muss halt sein. Kontaktdichte ist halt höher bei LGA. Ne? Und das musste halt sein für die Plattform. Solange Airbar an ist, ja, solange Airbar an ist und ändert aber nichts am Idle-Verbrauch. So, hallo Windows. Kennen wir uns noch? Nein, ich muss meine PIN einrichten. Ah ja. Hey Biringer, grüß dich. Ja, PIN einrichten, habe ich doch geklickt. Dann macht das doch. Ah.
Die Bootzeit war jetzt gar nicht schlecht. Aber wir müssen jetzt erstmal ein bisschen updaten hier. Jetzt kriege ich eine E-Mail, ne? Ah, wie schön. Blöde Kamera filmt wieder auf die Tastatur. Vielen Dank. Dann guckt halt da. So. Ja, ja, Memory Training. Das ist halt. Das ist halt mehreren Faktoren, denke ich, geschuldet. Memory Training und halt, ja, neue Plattform. Neue CPUs, noch nicht ganz ausgereifter Microcodes dahingehend. Auch ein Intel-System ein Intel-System mit DDR5. Es ist nicht schlimm. Es ist eine PIN. Es sind 4 Ziffern. Eine Windows-PIN. mit DDR5 bei Intel ist es halt auch nicht so alles Gold, was glänzt. Also es bootet auch nicht so schnell. Ja. Das ist ein Kabel da vom Stromverbrauch. Geh mal weg da. Danke. Okay, hallo Windows. Ja, du willst jetzt erstmal Updates machen oder sonst was? Wir ziehen uns erstmal ein BIOS. BIOS. Ja gut, du hast eins zusammengebaut, da hast du keine Probleme gehabt mit Bootzeiten. Ich denke, das hängt halt ganz essentiell von der verwendeten Kombination von allem ab. Ja, welchen RAM benutzt du und was für ein Board ist das und wie weit sind da die Hersteller und wie viel extra Peripherie ist noch verbaut. Und es war definitiv hier untragbar. Es ging gar nicht und es war egal, welcher RAM drin war. Die Overhead-Szene muss auch noch bearbeitet werden. Was stimmt mit der nicht? Außer, dass die Kamera nicht weiß, was sie scharf stellen soll. Jetzt passt's. Hä? Vorhin war ich auf dem Kopf. Ja, ja, haben wir ja korrigiert zwischendrin. So, das ist ein Pop-Air XL. Ich weiß nicht genau, wie er weiter heißt. Schauen wir mal, ob wir BIOS Bernie finden. Ob er wieder... Ja, ich fühle ihn schon. Ich fühle schon BIOS Bernie. I have the feels. So, ja, erstmal BIOS-Update, man kennt das hier. Schwupps. Ja, Rufus, das verstehe ich. Aktualisieren. Schätzung 3 Minuten. Yippie! Ich meine, dass du generell von einem Stick updaten kannst, das ist ja schon seit Ewigkeiten so. BIOS Flashback ist tatsächlich jetzt auch auf Z790 Mainboards bei Intel gar nicht mehr so das gesetzte Feature.
Aber gut, die Plattform ist ja eh am Ende. Da kommt ja eh nichts mehr groß an neuen CPUs aller Wahrscheinlichkeit nach. Und insofern dann ist das ja auch okay. So. 1.11 AS06. Es gab zwischendrin gab es nochmal x andere Versionen. Also das hat eh keiner verstanden. Jetzt kontrollieren wir einmal kurz den korrekten Sitz des Balls. Ich meine, ich habe hier natürlich Lüfterkurven angepasst, gell? Oder läuft einfach alles auf Silent Mode? Ah, es ist alles easy. Das war schon, ich resigniere. Stell alles auf Silent und gut ist und dann schaue ich mal, was passiert. Ich weiß nicht, ob ich die CPU eingebremst habe. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das gemacht habe auf 110 Watt. So, wir müssen aber für BIOS-Update, das wird er uns gleich auch sagen, müssen wir quasi XMP rausnehmen. Oder halt XM oder Expo rausnehmen. Na, was Intel macht, weiß ich natürlich nicht, aber es ist so, ich habe hier drei Mainboards, Sockel 1700, und die haben alle das Feature nicht. Die haben alle das Feature nicht dabei. Flash, aha! Die Resignierstunde, ja. Wir resignieren sie, gut. Precision Boost Overdrive ist im Prinzip, da kannst du dir Erlaubnis erteilen, deinem System, dass es einfach noch mehr Leistung versucht herauszukitzeln aus deiner vorhandenen Hardware und deiner vorhandenen Kühlleistung. Es mündet dann meistens so, dass das sehr unvernünftig ist. Hoher Stromverbrauch. Wir könnten eigentlich mal kontrollieren, ob das BIOS auch den Bug beseitigt mit OSC 2001 hier. Ja? Ob der Film dann läuft. Nee, auch ein Bug, was das Mainboard hatte. Oder hat. Mal schauen, ob es das noch hat. Das können wir gleich mal verifizieren, das interessiert mich. Audio-CD-Wiedergabe kratzt wie die Sau. Wenn ich SATA-Port-mäßig direkt am AMD-Chipsatz bin. Audio-CD-Wiedergabe am Kratzen. Und das Board hatte mehrere SATA-Buchsen. Es hat auch SATA-Buchsen, die am Asmedia hängen. Da war der Fehler nicht da. Servus Pestfest, danke für den Raid. Moin. Schön, dass ihr da seid. Machen gerade ein BIOS-Update. Noch nie gesehen sowas. 180 Watt BIOS Update. Hey Don Promillo. Ich habe das JZ eigentlich auch gesagt, aber da habe ich noch weiter keine Rückmeldung bekommen. Er hat das auch versucht bei sich nachzustellen. BIOS, was dat? Ja, weiß ich auch nicht. Balken voll laufen sehen. Sie sehen mich laufen. Apropos Windows Update. Kann seit Wochen nicht mehr updaten. Der bleibt bei 25% stehen in Einstellungen. Wenn Neustart steht, Windows wird aktualisiert, nicht Neustarten, aber ich muss dann einen Reset-Knopf drücken, dass es nur weitergeht. Jemand eine Idee? Windows Update Reset schon gemacht. Hast du mal die Fehlerbehandlung laufen lassen bei Micro Schrott? Kannst du mal als Bug melden. Vielleicht war das auch der Grund für das ganze Übel, weil ich hatte meine Festplatten ja auch direkt am AMD-Chipsatz dran, ja? Vielleicht ist da insgesamt die Kommunikation so lala. Stimmt, das Gigabyte hatte es. Stimmt, aber mit einem Onboard-Taster. Korrekt, Borg. Aber das H770 Plus, das Asus hat's nicht und das Asrock Steel Legend hat's auch nicht. Haseräsch. Was soll denn mit dem Chipsatz sein? Ja. Weiß ich nicht.
Ich habe da auf jeden Fall Probleme festgestellt und da jetzt halt neues BIOS da ist, könnte man das als Zwischenschritt mal testen, verifizieren. Würde mich interessieren. So, abseits davon. Dachte ich mir, erzähle ich euch das mal. Ah ja. Oh mein Gott, ey. Kein Bock. Mache ich eigentlich, wenn ich mehr als 26 Laufwerke habe, da gehen doch noch Buchstaben aus. Weiß ich gar nicht. Geht das dann nicht mit zwei Buchstaben weiter? Zusammen 8 Jahre altes Be Quiet Netzteil ohne Kinderkrankheiten fürs erste weiter nutzen oder besser direkt was Neues rein? Das kommt drauf an, was für eine Hardware man dahinter klatscht, gell? Bei X-Sarterparts nicht zu empfehlen, so ändert sich das. Ja, komischerweise. Ich weiß, der Way war da, der hat auch irgendwas gefaselt. Man versteht ja nicht, man hat ja nicht immer alles verstanden, was er geschrieben hat. Man hat meistens nicht verstanden, was er geschrieben hat. Vom Zusammenhang her, weil Fachwissen fehlt oder Verständnis fehlt, weiß ich nicht. Aber irgendwas hatte er gemeint, dass da irgendwelche Bugs drin wären. Und who knows? Vielleicht ist ja jetzt alles gut mit neuem BIOS und neuen Chipsatztreiber und tralala. Es lag auf jeden Fall nicht am RAM, es lag nicht am optischen Laufwerk, es lag nicht am SATA-Kabel. Mehr kann ich nicht tauschen. Last bleibt ungefähr gleich. Mein 8 Jahre altes Netzteil, was ist denn das dann? 10er Be Quiet oder was? Aus der 10er Serie. Xena. Mensch, jetzt hat er zu schnell gebootet für mich. Unfair! Nach dem zweiten BIOS Flash war wieder alles da. Okay. Das ist spannend. Älter, wahrscheinlich 9er. Naja, 8 Jahre, weiß man nicht. Du magst Züge. Wer von uns Kerlen mag keine Züge? Ah, der Auto-Driver-Installer. Natürlich nehme ich dein Angebot gerne an. Dann kann ich mir das Surfen ja sparen. Du magst keine Züge. Die auf Schienen fahren, die magst du nicht? Nee, der neue Chipsatztreiber ist noch nicht drauf. Ich habe beim BIOS angefangen. So, nehmen wir jetzt den vom Adi oder nicht? Forrest mag mich. Oh, das ist nett. Wo ist hier das Cookie-Fenster? Da unten. Kekse. Achso, ja, besser im Vollbild bleiben. Treiber. Chipsatz AM5, XX70E. Voll okay. So, 22221. Was bist du? Du bist nicht 22221, also lassen wir dich weg. Lassen wir dich auch weg. Den Rest kannst du updaten. Den Rest machen wir selbst. Seit wann stehst du auf Rosa? Schon. Hallo? Das ist die gleiche Frage wie nach den Zügen. Kann man nicht auf Rosa stehen? Solange es ein Testsystem ist, nutze ich alle Möglichkeiten, irgendwen zu triggern. So, was wollen wir noch? Wir wollten jetzt hier den Grafiktreiber haben für die Integrierte. Installieren wir natürlich auch, weil wir wollen ja alles nutzen, was da geht. Ich würde Chipsatztreiber immer bei AMD holen. Es ist manchmal so zwischendrin so, dass die Mainboard-Hersteller irgendwie schneller sind mit dem Release von neuen Treibern, was das angeht. Aber das erledigt sich da meistens schnell. Ich meine, es ist der gleiche Treiber, aber trotzdem. So, Ryzen 9. Nein, das ist er nicht. Das ist er. 79X.
Ich meine, im Prinzip holt euch immer die Treiber beim Hersteller, der den Chip zu verantworten hat, so. Ja? Ladet euch die Treiber für die Grafikkarte bei AMD, bei Intel, bei Nvidia runter. Nicht über irgendwelche Downloader, wo du nicht weißt, ob der im Hintergrund auch irgendwas anderes macht. Ja, die von den Bordherstellern, die haben halt schon, da muss man mit dem Mindestverzehrdatum aufpassen und so. Manchmal ist es schon abgelaufen. Und für alle anderen Komponenten, die auf dem Mainboard sind, dann geht auf den Mainboard, auf die Mainboard-Hersteller-Webseite oder nutzt halt den Downloader, die heutzutage mit anbieten. Warum lehne ich Cookies ab? Cookies? Kekse? Naja, da hinterlässt du halt, da knabberst du halt mal dran rum und dann wissen die genau, wie viele Zähne du im Mund gehabt hast. Kann man ja annehmen, kann man ja ablehnen, ist in dem System ja völlig Latte. Darauf kriegen sie keine ernsthafte Antwort von mir. So, wir machen erstmal schließen, weil wir wollen ja hier den Autodriver-Installer noch nutzen. Der ist eigentlich ein cooles Tool, also der macht schon Bock. Und auch der Gigabyte-Downloader ist ziemlich geil eigentlich, was das angeht. Im Prinzip ist das auch nicht so relevant, dass man da immer schaut, dass man ja das Aktuellste hat. Aber jetzt für den X3D, für den 7000er, ist es halt schon wichtig, dass man den aktuellsten Chipsatztreiber nutzt. Und den kriegst du halt bei AMD. Ja, aber ich meine, ja, Computerbase, ja. Aber wenn du schon auf Computerbase gehst, warum... Es kann ja nicht so kompliziert sein, zu wissen, von welchem Hersteller der Mainboard ist und dann auf die Herstellerseite zu surfen. Ich habe hier noch eine Schraube gefunden. Die kann ich ja wieder wunderschön in meinem Verstaufach hier verstecken. Ich habe heute Döner-Teller gehabt. Puh. Ich sag euch das. Da ist was los. Döner-Teller! Döner-Teller Spezial. Schön mit angebranntem Gemüse. Angebratenem Gemüse dabei. Da geht der Boss durch die Decke. Installation erfolgreich. Ja, danke. So. Dann machen wir jetzt einen Reboot und dann installieren wir noch den Grafiktreiber. Killer Intelligenz Center. Schön mit angebranntem Gemüse. Außer bei Asus nur Google verwenden, ja. Mit so einer selten hier, aber die binaurale Stereo-Erlebnis ist immer wieder ein Genuss. Oh. Hört sich so realistisch an. Ich bräuchte noch Geräusche, die im Hintergrund so. Das ist auf Retrolan auch immer so geil gewesen. Wenn wir da an unserem UFO-Tisch saßen mit Streamings oder Aufnahmesetup gegenüber sitzend und dann halt quasi alles so im Raum und so und dann hinter uns der Tresen und wenn dann da irgendwer eine leere Flasche zurück in den Kasten gestellt hat, das ist echt so. Wenn du das dann hörst, das ist mega gut. Und das nur mit Stereo, wie geht denn das? Braucht man da einfach kein 5.1 Headset? Wir haben auch nur zwei Ohren. Gibt's dieses Jahr wieder eine Retroladen? Aber sicher das. So. Download. Adrenalin. Ein Wunder. Ja. Woher weiß ich denn, dass es von welcher Seite das Auto kommt? Oder wie weit es noch weg ist? Oder wann das Glas voll ist? Mit CRTs, was ist da los? Ja, schon einige CRTs, na klar. So viele wie in meinen Keller passen. Könnt ihr auf dem Ravioli YouTube-Kanal suchen. Sucht ihr nach Retrolan da, dann kriegt ihr voll die Dröhnung auf die Ohren. Bitte nicht wieder ein PC umwerfen. Ich war das nicht. Aber er hat's ja überlebt. Und wir haben schöne Probleme ausgemerzt. Vielleicht läuft dann Colin McRae-Rally auch wieder gescheit. Danke, Mathe, für den Link. Wann kommt denn da die nächste? Das steht noch nicht fest. Schauen wir mal. Warum installiere ich den eigentlich? Das ist egal.
auch bei Nvidia den aktuellsten Laden. Da gibt es ja auch wieder einen Hotfix-Driver, weil Nvidia jetzt irgendein Problem hatte mit seinem... Mit dem Treiber. Da gab es irgendeine Schwierigkeit. 28. Februar, ist der das? Ja, da war auch irgendwie so eine CPU-Last, die da war, die da nicht hingehörte. Warum bietest du mir den nicht zum Download an? Okay. Ja, dann ist ja alles gut. ist Hotfix. Und warum ist der hier nicht dabei? Muss man da irgendwo hexen, dass man Beta-Version kriegt? Mach mal den auf. Hotfix gibt's doch per Google-Suche. Methoden. Ja, die können wir da Download-Dings reinballern. Die kann ich dann abschreiben. Hotfix via JZ Elektronik. Das ist der Way to go. So machen wir das. Bester Mann. EU West. So. Sonst hätte ich das nämlich gar nicht mitbekommen, dass es einen Hotfix-Driver gab. Weiter. Hotfix. Außen Hotfix, innen Geschmack. So, was gibt's hier noch? 600er Serie, AM5, bla bla bla. Genau, hier guck mal, Pure Power 12. Das hat auch den High Power Anschluss. 1000 Watt Netzteil. Das hat dann quasi einmal das High Power Cable hier für 600 Watt. Wo ist es? Wo ist es? Splint? Da ist es, ganz außen. Das hat aber von den anderen, glaube ich, nur 2x8 Pin. Also wenn man noch eine ältere Grafikkarte hat und sich so ein Netzteil reinballert, muss man ein bisschen aufpassen. Aber dann hätte man High Power hier. PCIe 5.0. So. Ach so, sie warten noch darauf, dass ich auf Installieren klicke. Ja, vielen Dank. Das ist das Callisto-Protokoll. Sieht aus wie der Schauspieler hier von Death Stranding da. This changes everything. Nach 2 Uhr ist noch nichts passiert. Haben wir denn hier Benchmark-Ergebnisse drauf? Mich jetzt interessieren. Und wenn ja, welche? Das ist das Callisto-Protokoll, ja. Noise Suppression. Ja, fummelt an euer Mikrofon-Sound so rum, dass es sich möglichst dumpf und bassig anhört und penetrant im Ohr kitzelt, dann schalte ich auf jeden Fall schnell ab. Norman Reedus. Ja, read this out loud. Let's do it. Reboot! Bin sowas zufrieden mit dem 500X. Nur warum macht er das Licht, wenn er aus ist? Craggy, wenn ich jetzt 550 T-Legend kaufe oder B55 Velocita, geht das gleich auf dem 57X? Du meinst du den Purebase 500DX oder was meinst du, Don Promelo? Das Gehäuse? Moin Marcel! Die 9!
Crazy Dog, danke dir für den Prime. Prime Reimer, guten Abend. Willkommen. Wir waren noch nicht einmal im BIOS, haben Settings gemacht. Aber wir installieren das mal Treiber. Der Igel und Maus vom Maul. Ich flipp aus. Da flippe ich aus. Weil die Ryzen 7000er alle integrierte Grafik haben. Ach guck mal, wir wollen erstmal abschließen, dass du wirklich einen PC... Also wir wollen nochmal wissen, wofür willst du den überhaupt benutzen und so. Weil wir können deine User Experience dadurch auf jeden Fall verbessern. Lohnt es sich, wenn man eine 4080 im System hat, von 300X auf 500X zu wechseln oder nicht? Wechsel nicht auf den 500X, sondern auf den 58X 3D und dann lohnt es sich richtig. Das wäre meine definitive Empfehlung. Weil wenn du eine 4080 hast, nehme ich an, du willst zocken, dann hol dir den 58X 3D. Nicht unbedingt den 59X. So. Kommen Sie her mit der GeForce. Nee, habe ich noch nicht benutzt. Weil ich habe auch noch nie mit Ryzen Master gearbeitet. Ich bin immer so ein harter BIOS-Einsteller. Stimmt, Toaster-Test, ja. Mal gucken, ob wir das reproduzieren können. Müssen wir uns irgendein Spiel nehmen, was CD-Musik hat. Was jetzt nicht gleich unbedingt alles triggert. Provision. Naja, ich kann dir nur sagen, wie es ist. Also, ich verwende die ja schon ein bisschen länger und das Ding ist ein Biest und der ist halt einfach stärker als 59X, 5950X, 58X. Muss man heutzutage unbedingt eine CPU tunen? Nö. Es gibt aber wenige CPUs, die einfach out of the box schön laufen. So eben 7, 78X 3D erwähnt? Nee, habe ich eben nicht gesagt. Oder? Nee, habe ich nicht gesagt. Stimmt, ich wollte in den Cap Frame X gucken. Wie ist eine vertrauenswürdige Seite für einen Hotfix-Treiber? Ich bin jetzt über JZ Elektronik gegangen. Aber Computerbase hat ihn auch verlinkt. Da hat der Link von Mathe. Mathe ist vertrauenswürdig. Nvidia-Installationsprogramm ist beendet. Ja, dann starten wir neu. Ja, der i5-13.5 ist ganz cool. Vergleichen wir denn? Was machen wir denn? Wir machen Outcast einfach und wir machen Assetto Corsa oder so. So. Hallo BIOS. Erstmal wieder Defaults laden. Defaults. Und dann laden wir mal ein Expo-Profil. Jetzt geht's aber los. Der hat XMP-Profile, der RAM, und auch Expo-Profil. We take the Expo. Push the Expo. Und wir lassen die CPU jetzt einfach frei drehen. Ja, soll alles geben, was sie kann. Auch wenn das nicht unbedingt zuträglich ist. Und dann lassen wir den CPU-Lüfter auch auf Fullspeed laufen. Und raus. Ein 57X und B und 450 Steel Legend immer die Power LED an von der Radeon 580. Die macht eine rote LED an, wenn der Rechner aus ist. Achso, dass Strom anliegt oder was? Hast du denn Deep Sleep aktiviert im BIOS?
So, let's do Expo. Oh, das Training war aber... Also schon besser. Mensch, warum macht die Grafikkarte denn das? Was soll das? Oh, was soll das? Zip. So. Xbox Game Bar. Habe ich noch nie gestartet. Die soll man benutzen, ja? Was willst du denn? Was will denn der Adi schon wieder von mir? Wir sind da aktuell, oder nicht? Kontrollier nochmal. Tu es nochmal für Mutti. What's up? Drag and Drop. Ey, ich bin nur mittlerweile Profi. Onboard VGA haben wir installiert. HD Audio. Habe ich doch installiert vorhin. Dann halt nochmal. Der rauscht, ja. Das ist der CPU-Lüfter, den ich gerade auf Maximum Power gestellt habe. Versuchen wir das Mikro. Der Mikroarm ist nicht lang genug. Ja, Xbox-Kram ausmachen. Aber mit dem X3D soll man es benutzen, ja. Dem X3D soll man die Gamebar benutzen. Da hat AMD irgendwie... Das haben sie sich ausgesucht, damit dann den 3D richtig einzutrichtern. Jetzt starte ich zum 17. Mal Capframe X, um zu schauen, ob ich schon Benchmarks hier habe. Und die Frage, wenn ja, welche? Dokumente. Capframe X, Captchas. Hier sind Captchas. Assetto Corsa, Flight Simulator, Race Room. Shadow of Tomb Raider. Servus Vulcanus, ja, das kann man. Das ist. Gut machbar. Drunken Bench. Okay. Das sind 13,9 KS Werte. Kompagen. Das ist auf jeden Fall hier CPU Benchmark. ACC. ACC war ja mit dem 5 Watt X3D auf jeden Fall besser. Und Race Room. Race Room DXVK. Ging schon derbe ab mit dem 13.900 KS. Ich meine, gegen 13.9 KS, das Vergleich natürlich auch nicht schlecht. Dann können wir theoretisch noch den anderen mit reinnehmen. OC, Undervolting-Versuche. Na, Undervolting geht halt effektiv noch nicht. Gibt es keine Möglichkeit zu. Ich meine, es gibt zwar ein Tool, was man mit Vorsicht benutzen sollte. Damit habe ich mich aber noch nicht rangewagt. Overclocking geht schon, da geht schon ein bisschen was. Das war das allererste, was wir gemacht haben, als wir das erste Mal die 750er damals eingebaut haben. Wir haben sie erstmal getreten in Quake 2 RTX. Haben dann aus 41 FPS irgendwie 46 FPS gemacht. Das war schon ganz nett. War auch ganz nett an der Steckdose, aber so verkehrt war das nicht. Fehlt mal wieder irgendein Stick natürlich. Hört keinen Bock, einen Stick zu suchen. Ach ja, wir wollten kontrollieren, was mit Audioton ist. Radio Tone, Audioton. Haben wir hier irgendeine schöne CD? Hexen 2, da ist doch Musik drauf. Und darf ich gar nicht erwähnen, ist immer noch indiziert, glaube ich. Jetzt sind wir ja am Asmedia. Aber gucken wir mal.
Nehmen wir die Musik gleich ins Stream, ist dann am besten. Dann können wir auch den Unterschied definitiv ausmachen. Suche den Anschluss, das Gehäuse ist zu groß für den Tisch. Wie die bei dem Tai Chi einfach die Audioanschlüsse mitten reingelegt haben, weil der halt über USB läuft, der Onboard-Audio. Verrückte Welt, ey. Good night, Don Promillo. Beim 550er mit dem 59X ohne BIOS-Update. Kauf das Board bei JZ, der updatet dir das. Dann bist du auf der sicheren Seite. Du kannst Pech haben. Du kannst Pech haben. Will keiner hören, aber... So, womit können wir denn hier... Haben wir hier Media Player? Da ist Musik. So. Das hört sich völlig... Alles gut, ne? Very nice. So, jetzt fahren wir mal runter. Das ermitteln wir jetzt erstmal, ob Chipsatztreiber, BIOS-Update daran was geregelt haben oder nicht. Ja, die Sinn ist Windmühle ever. Mit dem Knochenmehl, aber tolles Rätsel, oder? Ich mag das Spiel, ich mag den Mood. The Mood. Wie schön, dass die Grafikkarte komplett vor den Ports hängt. Warum auch einfach, wenn es kompliziert geht? Jetzt verbaut, hier haben wir den 79X. Lineal. Ja gut, man muss halt irgendwie Engine-Limitationen, ne, und so. So genau, hier die oberen Ports sind die Asmedia-Ports. Da bin ich nämlich dann dran gegangen. Hier ist der obere SATA drin. The Upper SATA. Da bin ich dann mit dem CD-Laufwerk reingegangen. Die nennen sich halt A. Ich glaube, das sind viermal Asmedia. Und dann gehen wir halt hier quasi. Den können wir ja ziehen, weil da ist eh kein Laufwerk hinter. Gehen wir hier direkt an den Chipsatz. Und dann schauen wir mal. Natürlich stecken wir die Grafikkarte wieder ein. Weil wir wollen ja Vergleichbarkeit haben. So. Meine Güte. Hold up. Ob sich die CPUs im Idle was nehmen,
Devil kann ich dir pauschal schlecht beantworten. Das ist halt eine komplett andere Plattform. Das spielt ja auch die Plattform mit rein. Das ist schon schwierig. Aber Booten ist jetzt cool, ne? Also Booten ist jetzt in Ordnung. Kann ich bestätigen. AMD war halt nicht schnell genug mit dem Updaten. So ist eine angenehme Bootzeit. Das ist eine angenehme BIOS-Zeit. Das ist schon in Ordnung. Ich glaube, Schnellstart haben wir ja auch aus. BIOS-Zeit 18,2 Sekunden. Das ist cool, ja. Schnellstart ist aus, ja. Also jedes Windows herunterfahren ist ein richtiges Herunterfahren und ein richtiges Hochfahren. Sehr gut. So. Komm, Media Player, ey. Welchen Track hatten wir gerade? Tomb. Ja. Ist immer noch kaputt. Aber anders. Hört ihr das? Das ist ein geiles Theme, ey. Also das Problem hat sich verändert. Es hat sich verändert. Aber es kann auch sein, dass die Audio-Tracks zu leise sind bei dem Spiel. Kopieren mal den einen Track. Also das Problem war vorher anders. Das war permanent. Das war permanent und auch in gerippten Dateien war es die ganze Zeit vorhanden. Also das Problem hat sich verändert. So. Aber schön ist anders. Der Rip ist komplett kaputt. Interrupts checken, ja, genau. Na, also der Rip ist komplett. Der Rip ist kaputt, ja. Ist nur der Rip. Glückwunsch. Siehst du? Ich hätte jetzt eigentlich noch Bock. Ich hätte eigentlich jetzt noch Bock, die 5G-Karte reinzustecken und zu gucken, dass sie nicht erkannt wird. Tja, so ist das leider. Ja, die Ausgabe ist per Cinch. Cinch am Bocht. So, jetzt gehen wir mit dem SATA-Stecker wieder an den AS Media. Wenn eine Audio-CD sich so anhört, dann will ich nicht wissen, was die Datenströme bei Festplatten machen. Ganz ernsthaft. Das will ich nicht wissen. Ich will nicht wissen, was da
Vielleicht für einen Bandsalat. zustande kommt. So. Was da abgeht, ne, das X670E Taichi, ein Problem, was ich festgestellt habe, weil ich da ein optisches Laufwerk mit reingebaut habe. Wenn du die SATA-Buchsen, die direkt am Chipsatz, am AMD-Chipsatz dranhängen, verwendest, ist die Audio-CD-Wiedergabe gestört. Und da es jetzt ein neues BIOS gab, ich das System jetzt aufgebaut habe zum Testen und neue Chipsatztreiber, dachte ich mir, man könnte es nochmal gegentesten. Und jetzt machen wir nochmal den Gegenbeweis, dass das Problem nicht da ist, wenn wir die ASMedia-Ports benutzen. Bei den SATA, du hast bei den SATA-Einstellungen hast du ja nichts im BIOS. Da gibt es gar nichts. Da kannst du Hot-Plug an- und abschalten, aber sonst gibt da nichts. Die Karte hängt ja durch. Die Karte hat ja auch einen Halter dabei, aber den habe ich nicht ausgepackt. Die Karte ist auch nicht festgeschraubt. So, kopieren wir nochmal als Wave. Das hat nichts mit dem Cinch zu tun. Jetzt glauben Sie mir doch einfach, dass es die Variante ist, welchen SATA-Port man benutzt, dass es da ein Problem gibt. Das glauben Sie mir doch einfach mal. Seien Sie doch mal entspannt. So, hier ist mein neuer RIP. Du überschreibst es einfach, oder was? Was bist du für ein Frechdachs? Das kann ich überhaupt nicht mehr vergleichen. Oh, einwandfrei. Komisch, ne? So, wenn wir die CD wiedergeben und im Lied zappen. Keine Störgeräusche. So wie es sein soll. Ich habe jetzt Bock, Hexen zu spielen. Das darf ich gar nicht erwähnen, das ist initiiert. Scheiße. Ja, also Problem immer noch da. Ich hab meine LAN-Karte, die steckt in einem Gehäusekarton. Es ist ein bisschen schwierig, die jetzt rauszuholen. Aber mein Astro konnte das Problem nicht nachstellen. Das Problem wird immer noch da sein. Ach komm, ist jetzt egal. Machen wir jetzt nicht. Woran lag's jetzt? Warum hört mir denn keiner zu? Wenn du die SATA-Buchsen benutzt, die direkt am Chipsatz hängen, hast du das Problem mit Audio-CDs. Benutzt du die SATA-Buchsen, die am ASMedia-Chip hängen, da gibt es 4 Stück von, die A-Buchsen, dann ist das Problem weg. JZ konnte es bisweilen irgendwie noch nicht bei sich nachstellen, aber ja. Just Taichi Things, weiß ich, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob es ein generelles Problem ist mit ARM5. Das war ja das erste System, was ich ARM5-mäßig richtig aufbauen wollte, aber ja. No one knows. Wo ist der Stick? Schon so spät. Will nicht mehr. Anemie. Da ist er. Genau, Mähmord-Handbuch. Zum Beispiel. Das Unklarheit liegt in der Regel am Wetter. Das Mainboard ist das X670E Taichi. So. Captures Graka Marathon. Ja, schön wäre es gewesen. Da! 13.9KS gegen 58X3D. Very nice. Captures. Warte mal. Haben wir denn hier nicht? Documents, CapFrame X, CapChess. Machen wir hier mal einfach Capture Save. Ich tippe, ja.
Ich weiß, ihr seht nichts. Entschuldigung. Capture, save. Einfügen. So. Benchmark Files. La la la. Trollala la 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 la. Na gut, eine SSD ist kein CD-Laufwerk, ne? Zack. LAN-Kabel ist rausgerutscht. So. Wie ist das mit der Game Bar? Wie geht das? Ah, da sind die Spiele. Das ist interessant. Spiel mit Controller starten. Aha. Alles klar. Kann man hier Spiele hinzufügen? Kann Steam starten. Game Bar ist bar. Game Bar ist Voraussetzung für 7Hart X3D. 7000er X. 7000. Ich sage immer 7,8. Ich meine einfach 7000er. Ein Timespy machen. Wofür? Mal davon ab, dass jetzt natürlich wieder andere Treiber da sind. Und die Vergleichbarkeit wieder leidet. Das ist drin. Race Room hat ein Update, wie schön. Mit zum Vergleich zu deiner 40 mit 500 X. Updaten Sie mal, ja. Ah. Hallo Netzwerk, aufwachen. Diagnose, dicke Hose. Ah ja, guten Tag. Guten Tag. More power. Hey Haki. 120, 150 Watt. Ja, ja. CPU dreht ja auch frei, also insofern. Ist ja ungezügelt. Warum HW Info 32? Was stimmt denn nicht mit deiner Suche? Eine Ewigkeit später sind die Festplatten auch wieder aufgewacht. Was gibt's Neues? Ja, Beta, ja, ja, komm, gib her. Servus Blutbad, warum sehe ich denn die Frage nicht komplett? Ach so, wegen dem coolen Nick. Den kannst du auch easy Luft kühlen, ist kein Problem. Ah.
verknüpft, ja. Wohin denn? Gerne. Downloads. Man darf sich da bei den Temperaturen nicht so verrückt machen lassen. Die CPUs laufen halt relativ schnell, relativ warm. Ich habe ja ein Undervolting Tutorial gemacht. Für den X3D. Und das bringt sehr viel. Aber ja, das ist halt nochmal ein netter Performance, nochmal ein nettes Performance Plus. Ansonsten muss man einfach nur Lüfterkurven anpassen. Dass die Lüfter konservativer drehen, weil das von der Wärmekapazität halt nicht besser geht. Und ist dann halt so. So ein bisschen Feinjustierung notwendig, falls einem das zu laut ist oder so. Guck mal, der 3D Max sollte hier theoretisch sogar drauf sein. Kopiert ist er schon. Ah, das ist ja angenehm. Igor's Lab 7950X3D. Der Artikel. Immer her damit. So. Wo war das Leerlaufen? Da ist. Neue Verknüpfung. Damit leerlaufen. Und ein Symbol. A Symbol. Ja, ja. Wir nehmen das Defrag-Symbol. Voll geil. Zack. Sehr gut. Ich habe einen 37X auf 45 Watt. Schmatze immer noch ab heutzutage. Und meine 89 schafft auch in UWKD 144 Hertz in CSS. Also sagen wir, braucht oder nicht braucht. So ist es, IKEA. Selbstredend. So. Ich habe auf dem 5 Watt X3D habe ich den Aro M14 betrieben. Aber auch den normalen Rave Prism. Also das alles überhaupt kein Stress. Das funktioniert sehr gut. Habe ich jetzt 3D Mark angeschmissen oder nicht? Habe ich doch. Warum taucht er hier nicht auf? Der ist... Da ist er. Alles für den 3D Mark, ey. Nur für dich. Ich hoffe, du hast einen Score für uns an der Hand. Ja? Scores. Hey, Vaquero, ich grüße dich. Wir sollten die Grafikkarte mal wieder festschrauben, bevor sie uns aus dem Slot hüpft hier. Schön mit einer Rändelschraube. Irgendwas mit 1900. Eieieiei. Das ist halt 3D Mark, das ist ja eh, also, naja, ist okay. Ja, soll ich da meine auch auf 85% setzen oder nicht? Ich glaube, ich habe gar keinen Afterburner drauf. Ja, pass auf, ich liefere dir ein Ergebnis, wo sie freidreht und dann musst du deine auch mal freidrehen lassen und dann hast du das Ergebnis, weil ich werde jetzt nicht anfangen, Afterburner zu installieren. 19.000, ja, ist ja okay, alles gut. So. Jawohl.
Würde ich mit 3D machen. Ja, ich finde es halt, ja, es sind halt Scores. Scores! Wir sammeln Systeminformationen, bis wir grau werden. Oh Gott. Tja, liebes CD-Laufwerk, das haben wir uns einfacher vorgestellt, ne? Wenigstens haben wir ein ganz kleines Overlay. Ach, das ist einfach nur Line-Out-Syndrom. Wenn du Line-Out hast und du gehst an den Mischpult, dann hörst du alles, was da los ist. FPS. Das mache ich mit CapFrame X. CapFrame X in Kombination mit dem Riva Tuner Statistics Server. Damit kannst du halt gescheite Benchmarks machen. X570S ist nicht beschnitten, nein. Ist einfach nur. Da weißt du, dass der passiv gekühlt ist. Das ist alles. Ich höre keinen Summen. Hörst du Summen? Undervolted? Nö. Wieso wenig? 500 Watt, hallo? Für so ein bisschen Full HD Tango hier. Fliege in 2 Meter Entfernung. Es mag das Rauschen des Rechners sein. Oder ist es einfach die Grafikkarte, die ihr hört, die ich gar nicht höre. Spulen fiepen so ein bisschen. So, 24,8. 28.000, 15.000. Bitteschön. Screenshot. So. Wie funktioniert dieses Tool hier? Was kann man hier machen? Kann man hier Spiele hinzufügen oder wie sieht das aus? Widget-Menü. Galerie. Das ist für Screenshots oder was? Race Room ist hier drin, aber sonst nix. Batsch. Entschuldigung. So.
Nun, ich habe die Grafikkarte frei drehen lassen, ne? So. Womit wollen wir denn vergleichen? Nehmen wir ACC und... Und Shadow of the Tomb Raider oder so. Muss ich übertreiben. Guck mal, ACC. Mal kurz schauen, wie die Spezifikation für den Benchmark war. 420 Sekunden. Das waren drei Durchläufe. 140, glaube ich. 3 mal 140 sind 420? Ja. Capture. 140 Sekunden. Page Up ist bei ACC. Okay, drei Durchläufe. So. Und dann startet der Race Room. Der Chips das bei diesen Benchmarks? Nee. Billy, hau rein. Bye, bye. Tja, dann benchmarken wir halt Race Room. Egal! Direct Search kann ich aktivieren. Okay. Ja. Aber da müssen wir auf F9 dann ändern. Was war denn mit dem Race Room Benchmark? Ich meine, der hängt auf jeden Fall im CPU-Limit. Das ist auch witzig. DXVK, 5 Watt X3D, Compagen. Zip. War auch 420 Sekunden. Okay. So. Capture F9. Weil Bild hoch ist bei Race Room. Kacke. So. Kurz mal Grafik-Settings kontrollieren. 1440p. Achtfach AA. Genau. Und unser schönes McLaren Replay vom Nürburgring. Komm, das machen wir einfach nur Race Room und Outcast. Wir müssen mal, ich möchte heute den 3D noch sehen und ein bisschen was mit ihm machen. Bisschen Sneak Peeken. Wir machen Race Room und Outcast, weil wir müssen jetzt drei Durchläufe machen. Ja. Nehmen Sie sich die nächsten 10 Minuten nichts vor. Sie werden jetzt Renn-Action sehen. Benchmarken ist traumhaft. Das richtig machst, ist richtig traumhafte Aufgabe. Schönste Aufgabe, die du haben kannst. Aber dann haben wir wenigstens einen Vergleich in Race Room Racing Experience zwischen 13.900 KS, 5 Watt X3D, 79X und 79X 3D. So der denn in dem Karton ist. Bester Heizersatz, ja. Bester Frustabbau, ja. Das sind aber gute Cockpit-FPS. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Sag das nicht, ja, ja.
Los geht's! Das ist irgendwie Ton ganz oder gar nicht. Ich bin jetzt auf Minimum Lautstärke. Naja. Eine Tabelle online stellen. Da müssen wir erstmal eine Tabelle für haben, gell? Ah ja, es ist ärgerlich. Ich mache dahingehend immer so viel Material und es wird aber nie fertig. Man kriegt es nie fertig gefummelt, die Scheiße. Es geht mir so auf die Nüsse. Weil ich da Zeit versenkt habe. Und letzten Endes gibt es ein kurzes Video, wo man den Race Room Benchmark sieht mit allen Ryzen-Generationen. Und das war's. Mr. Party Hard, mein Lieblingsfight hier gegen den. Hey, der 47er! Wupp, wupp. Thanks, mate! Da habe ich noch kurz gelupft, weil ich ihn nicht abräumen wollte. Danke dir, was hast du getrieben? Und hier, guck mal, was für ein Assi, ey. Können wir ihn rüberschubsen? Vielleicht. Und er geht tief, aber er bleibt auf der Strecke. So zum größten Teil. Und jetzt kommt der Kontakt. Boing. Das ist mein CPU-Benchmark in Race Room. Ich danke euch für den Follow. Servus. Capture Number One. Was haben wir für ein Ergebnis? Oh, wir haben ziemlich gute Average sogar. Wobei die Vergleichbarkeit jetzt natürlich wieder leidet. Ja, 59X zu 500X 3D und 13.900 KS, weil anderer Grafikkartentreiber und so weiter. Das ist halt Höchststrafe. Muss eigentlich dann eine ganze Woche Urlaub nehmen und hoffen, dass die Hersteller nichts Neues machen. Was haben wir verpasst? Netzteil einbauen, BIOS-Update, ein anderes RAM-Kit, Expo-Profil, kratzender CD-Sound, schnelle Bootzeit beim X670 Itachi. Und noch haben wir keinen 3D ausgepackt. Aber wir nehmen jetzt zumindest mal Race Room als Analyse, weil das ist definitiv CPU-limitiert, sowas von. Weil wir wissen, wenn die Grafikkarte ausgefahren wird, dann nuckelt das System 500 Watt. Ah, Fehlersuche bei einem 2 Jahre alten System. Okay. Danke, Devil. Hau rein. Doch bis 5 Uhr. Ja, irgendwie sowas. Nicht so ganz. Keine Ahnung. Alles Käse. Windschatten! Immer her damit! Ey, weg da! Bin auch noch da! Ich hätte schon mal wieder Bock zu fahren. Wenn ich das so sehe. Muss jetzt kein GT3 sein, aber... Im neuen Ranked Schedule ist der NSU wieder drin. Was ein Glück, ey.
So, Capture Number 2. Ah, oh, zum Glück, wir sind innerhalb der Toleranzen. Nochmal. NSU in Formel 4, Klassiker. Hey Marco, bekommt einen Nachtrag ins Ausgabenheft. Heft zu spät, wird es zu spät erscheinen. Skandal! Vielen Dank. Und danke dem Gebirgskind für das Geschenk, aber auch an den 47er. Danke dir. Ohne großes K, genau. Busfahrer. Quake 3 RTX Remake. Aber du brauchst doch einen Quake 3 100er FPS. Wie soll das denn gehen? Mit der 4090, ne? Bye bye 47er. Und im NSU, dann kann ich mich wieder mit dem Argentinier prügeln. Das ist cool. Ja. Wie heißt er noch? Und natürlich dem Alpha Hero. Wenn der Alpha Hero im Weg ist. Woohoo! Virtual Dimension Raid, was geht ab? Ey, ich hatte euch in meinen Ohren, Dennis und Hagen, ich hatte euch bei mir in den Ohren, als ich neben meiner Tochter weggepennt bin, weil sie nicht einschlafen konnte. Und das hat dann meinen Sendungsstart hier auf kurz vor 12 geschoben. Oder kurz nach 12 vielmehr. Riesen Shoutout an Virtual Dimension. Wer da noch nicht folgt, ist selber schuld. Mega geiler Scheiß. Wer ein bisschen was mit Retro anfangen kann, so in der PC-Nische, Amiga, C64, absoluter Oberhammer. Ja, und dann habt ihr die Pause gemacht und dann liefen diese geilen Chiptunes. Dann war irgendwas mit Wählscheibentelefon, also das, was ihr da fabriziert habt. Dann Unboxing von der Hexenküche. Und dann kam ich so langsam in den Tritt und hab dann doch noch einen Arsch aus dem Bett gekriegt und konnte meine Sendung machen. Also danke dafür. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt ganz viele Informationen in meinem Unterbewusstsein, die ihr so von euch gegeben habt. Juhu, ein valides Benchmark-Ergebnis. Was ein Träumchen. So, das nehmen wir und dann stellen wir uns in Outcast hin und in 4K und schauen dem Mann beim Pumpen zu. Sehr gut. Ah, ich hätte euch gerne geschaut. Seid ihr denn erfolgreich gewesen bei der Mission? Bei History Line? Hat der Hagen abgeräumt? Auch der YouTube-Kanal ist grandios geiler Content. Ist einfach immer schön, euch zu sehen. So. Wir machen jetzt hier gleich noch einen schönen CPU-Test. So Gott will und so das denn da liegt im Flur. Noch nicht durch, aber es lief gut. Ja, schwierige Mission, gell? Hagen hat es ja anmerken lassen. Also merke, 7.9x, wir schaffen nicht mal 55 FPS, das ist halt schon lächerlich, ich becher mich weg. Ja, mit dem 58X 3D schaffe ich hier 64,65, also mit maximaler Optimierung. Das schreibe ich nicht mit dem Edding hier hin. Wie viel hatten wir mit dem 13.900 KS ohne RAM-Tuning? Wie viel hatten wir da? Über 70, oder? 75 oder so? Später hatten wir 80, als ich den RAM noch getreten habe. Das
Wir schreiben für den 13900K einfach mal 80 FPS auf. Ist halt so. Ganz salopp. Ja, danke, Cutter Slate. Vielen lieben Dank dafür. Will man Cinebench? Weiß ich nicht. Man könnte Cinebench, könnte man nochmal analysieren, was der sich genehmigt aus der Steckdose. Machen wir mal so 3 Solo-Durchläufe und dann nehmen wir einfach mal den Score. Und dann ist auch gut. Das ist ja nicht das Aushängeschild des X3Ds, aber. Hier Notepad. Der Notepad-Trick in the morning. Abbrechen, nicht speichern. Steam ist natürlich angeblieben, klar. Logisch. Kachelmann und Söhne, there we go. ₩307. Das ist jetzt komplett Default, also nicht optimiert oder so. 300 Watt, 29.000 Punkte. Gar nicht schlecht. Wir haben ihn ja auf 30.000 gepusht bekommen. Ach, warum? Windows-Suche im Startmenü. Was stimmt nicht mit dir? Warum denkst du ernsthaft, ich suche die andere Echse? Also, die muss ich einfach löschen. Schauen wir nochmal hier auf die Temps, die natürlich gleich an die Decke gehen, wenn wir starten. Genau, direkt jenseits der 90, 91, 92. Und 5,1 GHz. Im Chat, da fehlt die Szene im Chat. Schön, dass es dir auffällt. Thanks, mate. So. Gut. Wir haben unsere Baseline. Können wir ja runterfahren. Schwing! Very nice! So, wir werden aber das X3D ein anderer Mal machen. Aber nur auf YouTube. Hier live geht es jetzt gleich damit weiter. Ich verlinke euch das Follow-up in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr sehen, was der X3D, der Ersteindruck, weltexklusiv. Waldexklusiv auf dem Ravioli-Hauptkanal. Tschüss!